XXXTeile. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Unterreger, sag nicht, du wüsstest, um was es wirklich geht bei diesem Hicks-Teil. Keine Ahnung, ich komme den Hitz gegenüber. Genau. Es ist aber genau das Teil, das scheint ja einfach zusammengefasst mal die feste Materie zusammenhält. Es ist der Leim vom Universum. Das ist jetzt sehr simpel erklärt, aber so soll es ja sein. Es ist auf jeden Fall eine Sensation, wo die Weltwoche sicher noch darüber schreibt. Chefredakteur Roger Köppel. Ein Teil ist ein Teil, nur kleiner. Um was geht's? Auf blasphemische Art und Weise macht man sich im Kreis von der sogenannten Wissenschaft auf Gottes Kosten lustig. Recherchen von der Weltwoche zeigen, dass die Inexistenz von Gott auch mit dieser Entdeckung nicht bewiesen ist. Einfach mal etwas behaupten und sich dann auf die Schulter klopfen. Das kenne ich, das kenne ich. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall ist das Hicks-Teil ein Erfolg für die Forschung und sicher auch gut für den Hochschulstandort Schweiz. Moment schnell, für den Hochschulstandort Schweiz, Bastien Giro, Grüner Nationalrat, jetzt. Ja, also zuerst vielleicht etwas zu mir selber an dieser Stelle. Ich möchte betonen, dass auch ich an RTH beschäftigt bin und über meine Funktion als Nationalrat die Gelder für das CERN gebrochen habe. Also habe ich einen nicht unwesentlichen Teil zum Erfolg von dieser Forschung geleistet. Wie war die Frage? Ich habe noch gar keine gestellt. Item. Okay. Man könnte das Teil auch Giro-Teil nennen, wobei dann wäre es eher ein Teil und kein Teil. Es sieht ein aus wie der grüne Daumen. Gut, spannend wird jetzt vor allem die Frage, was machen wir mit dieser Entdeckung, mit dem Teil, das alles zusammenklebt. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht, um ein paar Ideen zu sammeln. Fußballnationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Doch, er hat Nachricht, ob er den Klebstoff hat, man kann freut. Und ich werde am CERN anrufen und fragen, ob man die Torwandhandschuhe von Benaglio damit bespüren könnte. Und dann hätte ich das so jetzt den Ball noch heben. Ja genau, und Schlagersänger und Ex-Freundin vom Rocker Florian Ast. Es ist Francine Jordi. Auch sie wette das Hicks-Teilung an Posten. Ich tue meinen nächsten Partner damit einreifen, dann geht er nie mehr weg von mir. Was noch nicht klar ist, hat die Entdeckung von so einem Elementarteil politische Folgen. Der Bundesrat ist dran, Doris Leuthard. Wir haben die Situation im Bundesrat diskutiert und eine Kommission mit diesem Geschäft beauftragt. Seither kleben wir an Ort und Stelle. Bereits eine Position hätte man auf der bürgerlichen Seite. Nationalrat Christoph Mörgeli, ja? Klar hat man die, ja. Das Hicks-Teil gehört offenbar zum Hauptnahrungsmittel der Asylanten. Darum bleiben sie bei uns in der Schweiz kleben, gell? Blocherteile wäre besser, lassen für das Teil, das alles auf der Welt zusammenhebt. So wie der Christoph Blocher, der SVP, versteht sie? Auf der Wasser. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.